Attila Hildmann, ein Verstand so klar wie ein Smoothie. Und vor lauter Tierliebe nicht nur vegan, sondern sogar schon selbst zum Tier geworden. Mäh, 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 ich bin doppelt geimpft, mäh. Mensch, Glückwunsch. Aber das Hacker-Kollektiv Anonymous hat immer noch Kontrolle über viele seiner Accounts und Seiten. Weil einer seiner engsten Vertrauten hat Hildmann verraten. Attila jammert. Ich weiß seit heute, wie sich Jesus gefühlt haben muss, als er von Judas verraten wurde. Seit dem Leak kommen immer mehr absurde Details dieser Geschichte raus. Vor allem ist Hildmann unglaublich sauer auf den Verräter und kann es noch immer nicht fassen. Also ich weiß noch, wie du in meinem Auto saßt und bei einer Hitlerrede geflennt hast, weil dich das so berührt hat. Also das war auch nicht alles Schauspiel. Aber das ist nur der Anfang einer Odyssee des Schwachsinns. Welches Drama sich da aktuell abspielt und wie Attila beinahe geschnappt worden wäre, das ist heute unsere Story. Attila, seit bald 2 Jahren Verschwörungsschwurbler. Aber beim ZDF-Morgenmagazin hat sich seine Begeisterung für große, beinahe größenwahnsinnige Ziele schon lange abgezeichnet. Sein Karriereweg war vorgezeichnet, Abitur und dann studieren. Er stürzte sich in das Physikstudium und wollte Astronaut werden. Oh, um die Mondnazis zu sehen? Gut, Astronaut war vielleicht ein zu hohes Ziel. Geht's auch eine Nummer kleiner? In ferner Zukunft Restaurants eröffnen. Ja, das ist doch bodenständig. Und was? Das Zitat geht weiter. In ferner Zukunft Restaurants eröffnen, wirklich, dass mich jeder in Hollywood kennt. Und so wirklich ganz fern ist dann auch eine Ambition als Filmschauspieler. Das heißt, ich möchte irgendwann Actionfilme machen. Was für Ziele. Und ganz ehrlich, wir finden hier, dass Attila die ideale Besetzung für die deutsche Low-Budget-Version von Iron Man wäre. Konstantin Film präsentiert. Attila Hildmann ist Anton Kräftig in Blechmann. Sehr ambitioniert. Aber ins deutsche Fernsehen, da hat er es tatsächlich geschafft. 2017 zum Beispiel bei Schlag den Star gegen Luke Mockridge. Und schon damals konnte Attila das Publikum mit seiner sympathischen Schlagfertigkeit überzeugen. Ich lieb doch echt nur deine Mutter, ne? Halt dein Maul. Wie auf dem Schulhof. Aber sein Durchhaltevermögen konnte Hildmann schon da unter Beweis stellen. Jetzt wird's eng. Oh, und er fällt runter. Und er fällt runter. Und Attila gewinnt die 100.000 Euro. Ja, und nur 4 Jahre später sieht's mit der öffentlichen Wahrnehmung irgendwie jetzt so aus. Attila Hildmann ist ein antisemitischer, rechtsradikaler Holocaust-Leugner. Und Hildmann ist eben nicht mehr in Deutschland, sondern hat sich wohl in die Türkei abgesetzt. Und postet da seit Monaten krasses Zeug. Die Bilder können nicht täuschen und so wie es ausschaut, ist Michael Wendler ein polnischer Jude. Und gerade in den letzten Wochen war auf seinen Kanälen ein ganz neuer Wahnsinn zu bestaunen. Ein echtes Epos, angefeuert durch die Verzweiflung über seine gehackten Webseiten. Es ist eine Durchstoßlegende. Es ist ein Durchstoß, keine Legende. Was um Himmels Willen ist da passiert? Was treibt Attila Hildmann aktuell zur Verzweiflung? Nun, der Schmerz über den großen Verrat. Attila Hildmann hat vorausgedacht und sich unabhängig gemacht mit seiner eigenen Videoplattform, weil weg von YouTube und Instagram, um dort ungestört sein Zeug zu verbreiten. Er prahlt, er habe sich schon vor einigen Monaten mit global operierenden Internetspezialisten zusammengetan. Einer dieser Spezialisten ist ein gewisser Kai E. Der richtet Hildmann die Seite Double YouTube ein. Mit Videos wie zum Beispiel hier einem sarkastischen Comic Bill Gates. Stellt euch meine Freude vor, als wir die Gelegenheit hatten, unsere eigene globale Pandemie zu veröffentlichen, auszurufen. Hildmann vertraut dafür Kai alle möglichen Passwörter und Zugänge an. Und ich kann sagen, mir kann das nicht passieren, denn ich habe nur ein Passwort. Und ist zur Sicherheit auf diesen Zettel hier geschrieben. Ah, fuck! Mein Passwort ist weg! Mein Passwort! Ah. Naja, wie mein Passwort war auch bei Attila,
plötzlich alles weg. Auf allen Hildmann-Channels und Seiten grinst einen Anonymous an. Die Hackergruppe kontrolliert jetzt alles. Eltern-Kanäle umgucken, Websites, E-Mails, Notizen, Kontakte, die persönlichen Daten deiner verlorenen Kunden sowie vieles, vieles mehr. Attila wird klar, Kai hat ihn verraten. Sein global operierender Internetspezialist ist eine Snitch und hat mit Anonymous zusammengearbeitet. Kai feiert sich und seinen Coup und hat noch eine quälende Botschaft für Attila. Ansonsten haben wir bisher ein bisschen was rausgehauen, aber nur sehr wenig und eigentlich eher geteasert. Es geht also erst bald wirklich los, seid gespannt und ja, viele Grüße aus der Sonne. Aus der Sonne? Ja, scheint die denn in der guten alten Hohlerde? Kai lästert über Hildmann, dessen Einfluss sei viel kleiner als behauptet. Zur besten Zeit hatte sein Telegram-Kanal mehr als 120.000 Abonnenten. Dazu sagt Kai, aber die echte Anhängerschaft ist sehr überschaubar. Die meisten Follower habe ich gekauft für ein paar Euro. Wir kaufen keine Follower. Darum müsst ihr jetzt abonnieren, also schnell abonnieren. Sonst seid ihr bald tot. Bei so einem Verrat stellt sich natürlich die Frage, wie konnte Hildmann ihm so vertrauen? Anonymous erzählt das mit diesem Beispiel, wie Kai sich Hildmanns Freundschaft erkämpft hat. Er habe monatelang so getan, als sei er Veganer, habe kein Fleisch gegessen, weil Attila sonst ausgetillt wäre. Wie Kai wirklich drauf ist, das wissen wir nicht. Er sagt, er war dabei, als Hildmann aus Deutschland geflohen ist. Das war zu Beginn des Jahres. Damals war Kai sein engster Vertrauter, oder? Wie Hildmann sagt. Ein Kamerad, der so eng an meiner Seite ist, den ich durchgefüttert habe, den ich bei mir umsonst wohnen habe lassen, obwohl ich selber kein Geld mehr hatte oder wenig Geld in diesen Villen, wo wir waren in der Türkei. Naja, aber in den Villen, da hatte niemand Geld. Weder Attila, noch der Gärtner, noch die Butler. Kai hat also alle möglichen Daten über Hildmann gesammelt und an Anonymous übergeben. Die haben sich dankend draufgestürzt. Nur, warum ausgerechnet an Anonymous? Anonymous greift nicht einfach irgendwelche Schwurbler an. Die haben schon länger was gegen Hildmann. Das Ironische, Attila hat sich direkt selbst auf deren Radar gebracht. Dann machte er den Fehler und nutzte unser Motto. Wer sich Anonymous nennt, das Motto des Kollektivs benutzt und dennoch schwurbelt oder Q-Scheiß teilt, muss mit Konsequenzen rechnen. Es gibt viele Anonymous-Channels, auch bei Telegram. Das ist keine feste Organisation. Theoretisch kann sich jeder Anonymous nennen, zum Beispiel Schwurbler. Die haben typische Verschwörungsvideos verbreitet. Und Attila teilt begeistert. Er glaubt, Anonymous und er kämpfen für die gleiche Sache. Hildmann ist ein Fan. Liebe jeden von Anonymous, Ehrenmänner und Ehrenfrauen mit Mut und Stolz. Grünes Herz, Klingen über Kreuz. Danke für alles. Das wiederum passt den echten Anonymous-Leuten nicht, dass sich ein Schwurbler wie Attila als Anonymous bezeichnet. Der Hack soll seine Strafe sein. Und Hildmann hat seine Begeisterung längst hinter sich gelassen. Anonymous Germany wird wie eine reife Pflaume fallen. So wie damals Luke Mockridge wie eine reife Pflaume fiel. Ja, weil jeder sich noch an diesen Ausschnitt von 2017 erinnert, wo er bei Schlag den Star war. Was für ein selbstverliebter Mensch. Du bist die beste Mediathek, die's nie versieht. Merci, dass es dich gibt. Doch nach dem Hack geht der Irrsinn um Attila und Kai erst richtig los. Es kommt zum Drama um eine Entführung. Oh, Waschbären! Whistleblower Kai E. spielt hier die Hauptrolle ein. Kriminalfall. Bei dem klar wird, so ganz sauber ticken die alle bei dieser Geschichte nicht. Also, nach dem Datenleak bekommt Hildmann ein Video geschickt. Zu sehen ist der angeblich entführte Kai E. und zwei Entführer. Gibt es denn was du sagen möchtest? Du bist der Verräter, Digga. Ich dachte, du bringst mir was, Digga. Was mit dir? Ich werde dir was bringen. Aber was wir jetzt mit dir anstellen, mein Freund, liegt einzig allein in der Hand des Führers.
Was für ein Bauerntheater, wenn das der Führer erlebt hätte. Aber es zeigt die Welt, in der wir uns hier bewegen, ganz gut. KI kennt Attila ja wirklich und weiß auch, wie er Attila triggern kann. Weil er weiß, dass Attila erstmal alles glaubt, was ihm in die Finger gerät. Also, der Plot. Verräter Kai soll Hildmann übergeben werden. Dafür soll Hildmann in die Schweiz kommen. Aber Hildmann hat das natürlich sofort durchschaut und lästert. Fake-Video, Geiselnahme, Anonymous, Trinnlach-Smiley. Aber Anonymous veröffentlicht Chats von Hildmann und einem seiner Vertrauten. Und die zeigen genau das Gegenteil. Hildmann hat sehr wohl an die Entführungsstory geglaubt und war auch bereit, die Türkei zu verlassen. Wenn ich Kai treffen soll in der Schweiz, dann müssen wir zumindest darüber reden, ob du mitkommst. Sollte in der Schweiz kein Problem sein. EU-Haftbefehle gelten doch da nicht. Er hätte also sehr wohl fast angebissen, warum er letztendlich nicht in die Schweiz ist und damit den deutschen Fahndern weiter fernbleibt, wissen wir nicht. Aber der Plan, mit so einer inszenierten Entführung Attila aus seinem Versteck zu locken, der wäre beinahe aufgegangen. Und das, obwohl das alles so sehr nach Kindergarten aussieht. Lustig und tragisch zugleich. Auch, dass Attila wirklich erstmal jeden noch so großen Blödsinn in seiner Schwurbelwelt für möglich hält. Aber was in dieser Welt wohl nicht mehr passiert, dass Attila eines Tages diesen Satz sagt und es ernst meint. Meh, ich bin doppelt geimpft, meh. Meh, das wäre doch mal ein tolles Jugendwort. Das Aktuelle ist ja cringe und die Tagesschau erklärt's. Das Gefühl, das Sie haben, wenn ich den folgenden Satz sage. Digga, wie fly ist eigentlich die Tagesschau? Außerdem haben wir für euch Kristallenergie. Toll, das alles und noch viel mehr könnt ihr jetzt bei der neuen Folge Valudes Woche anschauen. 30 Minuten Internet-Wahnsinn der Woche. Jetzt online in der ARD-Mediathek. Ich muss noch mein Passwort suchen, bevor ich da wieder rein darf. Aber wenn ihr mir helfen könnt, dann schreibt es in die Kommentare. Das Internet ist ein wilder Ort. Es wird viel geschrien, viel beleidigt. Die Leute erklären sich die Welt, wie sie ihnen gefällt. Doch zum Glück gibt es die ARD-Mediathek. Da passiert nämlich gar nichts. Außer donnerstags. Da kommt nämlich eine neue Folge Valudes Woche. Und den Valudes seine Videos auf YouTube habe ich auch abonniert. Ist ja logisch. Und die Glocke, die ist auch gedrückt.